Einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge My Time at Portia. Wir sind nicht mehr da, wo wir letztes Mal geendet haben, weil ich dachte, ich hätte die Aufnahme neu gestartet. Habe ich aber nicht. Was ist in der Zeit passiert? Ich hab eine Quest angenommen. Und zwar, ne? Hier. Und die stehen hier nicht mal drin. Also wir haben die Aufgabe noch, dass Antoine war es, glaube ich. Der braucht noch einen lecker Schmecker Gemüsesalat. Und der Bürgermeister will gebratenen Reis mit Lachs. Ich habe den Lachs noch nicht, aber ich habe schon den Reis gekauft. Das heißt, wir müssen irgendwo noch Lachs bekommen. Wir haben Kuchen an Emily verteilt. Und ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe mir vorgenommen, dass wir nochmal ganz entspannt mehr Stationen zum hier brennen, zum Schmelzen machen. Und dementsprechend haben wir dafür auch eine hier Stahlplatten in Auftrag gegeben an der Schleifmaschine. Und Schmieröl. Dass wir da einfach mal ganz entspannt noch ein paar Stahlplatten bekommen. Dann bin ich hier gerade in die Mine gehüpft und habe auf dem Weg dahin festgestellt, dass die Aufnahme nicht läuft. Und dementsprechend sind wir jetzt hier in der Mine. Oh, und kloppen ein bisschen Eisen. Und finden ein paar Relikte. So was machen wir nämlich hier in My Time at Portia. Nee. Vor allem, weil Datendisks nicht mehr ganz so vorrätig sind, wie sie sein könnten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir letztes Mal das mit der Akupunktur schon gemacht haben und die Blumen niedergelegt haben. Aber ich glaube, das war in der letzten Folge. Ich glaube, das war nicht hier. Daher bin ich mir da eigentlich, ne? Fand ich das jetzt nicht so schlimm. Aber nicht so viel verpasst. Das heißt nämlich, wir können hier ganz entspannt weiter räubern. Als ja, Ruinenforscher oder wie auch immer wir uns nennen. So. Schön alles ausbauen. Und natürlich mittlerweile die Fäden laufen noch auf der einen Station, dass wir hier unsere flauschigen Anhänger machen können. Weil Lamafell haben wir ja. Es ist ja Gott sei Dank kein Alpaka-Fell, wie ich aus Gründen erstmal dachte. Was auch immer diese Gründe waren. Es sieht so geil aus, das Mangan. Aber wir müssen in die Richtung. Oh, da ist aber nichts. Da ist aber nichts außer Artefakte. Ein schönes Ventil. Nehme ich. Wer das Ventil nicht ehrt, ist den Auslass nicht wert. Und Emily hat, als wir bei ihr war und ihr den Kuchen geschenkt haben, hat sie uns unsere hier Wasserrate gelobt und ob sie das wohl auch für die Farm verwenden kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein Auftrag kommt. Das. Bilder hoch. Ah, nur ein großer Eiseneimer. Na dann bin ich ja beruhigt. Wenn es nur ein großer Eiseneimer ist. Das ist schon, jeder Hit gibt nur noch. Wir haben weniger Erfahrung, wir haben nicht mehr die Hunderte. Ich glaube, das war auch irgendein Skill, den wir da reingehauen haben. Das heißt, ja. Jetzt sind wir halt social unterwegs. Das heißt, wir können erst die nächsten Level hier auf Farming, auf XP anwenden. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass das ist, was man am Anfang immer machen sollte, damit man schneller XP bekommt. Haben wir diesmal nicht gemacht. War vielleicht nicht die schlauste Idee. Aber so ist halt. Damit muss ich jetzt leben. So, dann nutzen wir endlich mal unsere 400 Ausdauer auch auf. Oh, schon sind wir wieder an der Oberfläche. Komm hier ein bisschen rum, würde ich mal sagen. Eine Eisenquelle. Jo. Sehr schön. Nehme ich natürlich. Nehme ich alles mit. Denn wir haben noch ein bisschen Eisenerz, aber bevor uns das ausgeht, ich möchte nicht an den Punkt kommen, wo das der Fall ist. Ist auch gut, dass unsere Spitzhacke so ein kleines Licht dabei hat, dass wir auch immer schön sehen, wo wir hinschlagen. Und deswegen trotzdem Steine mitnehmen statt Eisen. So. Ja, gleich haben wir 19 Uhr, ich bin fick und fertig und ja. Hab noch einen guten Landwirtschaftsdatenchip 2 bekommen. Ich frage mich echt, was für eine Automatisierung da noch auf uns zukommt. Oder ob es einfach nur ist, Ack, erntet. Und das war's.
Wir haben mit Gail haben wir ja geredet. Das heißt, wir warten jetzt eigentlich darauf, dass Ack freigegeben wird. Ach, die Tag der strahlenden Sonne fällt jedes Jahr auf den 19. Tag des ersten Monats. So, Horsey. Angriff. Über die Dächer. Können wir mit Sonne hier nochmal reden? Jo, was geht? Hello. Are living AIs, like, dangerous? Shouldn't we get rid of it right away? Nein, das hast du falsch verstanden. Bye. Bisschen erklären würde ich ja, aber nein. Was geht ab, Pauli? Hey! Great! So it turned out to be a false alarm. Now I'm stuck with a lot of stored food. Not manly at all. So sieht's aus. Hi. Amstern zahlt sich nie aus. Stimmt, Scraps? Ja. Guck mal, ihr habt ein kleines Kacki für dich. Ich hab keinen Kacki für dich. Ich hab's aussortiert. Hello. I saw the Civil Corps take the robot to their headquarters. It was yellow, and it was hopping on one foot. So schaut's aus. Bye. Jack hat alles gesehen. Hi. Hi. Despite the rarity of a living AI, there's not too much information we can glean from them. They were very specialized in what they do, and we don't know how their microchip sets work. Oh. Goodbye. Dann Hi. Wissen wir das wohl nicht. Store is my pride and joy. Besides Toby, of course. The good Toby. Goodbye. Hello. You know, I never liked anything about Vega 5. But now I remember one of their rules was always to respect a living AI like a sentient being. I've never given that too much thought before, but they're right. Living AIs were the most beautiful things our ancestors created in the Age of Corruption. Age of Corruption. Why? Da ist ein QQ. Ein wildes QQ. QQ, sag mir Hallo. Hallo. Ich mag QQ. Albert? Hello. Everyone's talking about there being a living AI in that crashed space station. Have you seen it yet? Nein. See you. Ich weiß von nix. Das ist Carol. Hi. What exactly is a living AI? I've never seen one. Are they like the robots in the ruins? Da sind Roboter? Bye. In den Ruinen? How does someone's mental health affect one's physical being? Sorry, I was miles away. If you have an ailment, please come to the clinic. Ne, ich hab kein Ailment, ist doch alles gut. Bin doch gesund und munter. So. Ah. Das sind Ginger. Da sagen wir auch kurz Hallo. Hey. Hey. What was Ack like? Was he friendly? I want to meet him someday. Nee, ich glaube, er ist some night. Bye. A talking robot, huh? I have seen some living AIs during my time in Atara. They can be quite entertaining. Na dann. So, wir brauchen noch irgendwoher einen Lachs. Weil ich denke mal, für gebratenen Lachs müssen wir einfach nur Lachs mit Reis reinschmeißen. Kann es sein, dass wir jetzt hier fertig gebaut haben? So, was wollen wir mal reinhauen? Könnten den auch mal eine Runde Holzkohle praktizieren, hier bauen, basteln lassen? Oder nochmal Glas? Komm, der darf nochmal Glas fertigen. Wir haben nämlich kaum Glas da. So, das heißt, wir haben das verstärkte Glas. Wir brauchen Zinnlegierungen. Und zwar 3 Stück. Metalle. Ich wollte doch nur 3. Dann brauchen wir noch 3 Carbonstahlbarren. Metalle. Noch 7, nicht 3. So. Dann brauchen wir noch 2 kleine Motoren. Wir interagieren mal kurz. Streicheln. Jo. Wer ist ein Feines? Ja, jetzt machen wir nichts mehr. Haben wir ja schon gestreichelt.
Und ich wollte noch zwei kleine elektronische Motoren. So. Dann haben wir rein theoretisch alles, um den Auftrag mit Higgins abzuschließen. Ich glaube immer noch nicht, dass es gut ausgeht, ne? Das muss man mal ganz klar hier... Das muss man ja mal ganz klar festhalten. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Higgins! Higgins! Kann ich mal zuschlagen. Dann werden wir das mit Higgins scheinbar erst morgen machen und nicht mehr heute. Weil Higgins uns noch die Tür vor der Nase verschlossen hat und wir da nicht reinkommen. Aus Gründen der nicht vorhandenen Freundschaft. Dann füllen wir hier nur noch alles nach. Das haben wir eben erst getankt. Das wird noch getankt. Ich will nicht aufsammeln, ich will doch nur tanken. Ach gut. Dann tanken wir und hier tanken wir. Und hier tanken wir. Und Holzkohle kann schon wieder neu beansprucht werden. Hier können wir auch neue Fäden nachstopfen. So. Ja, würde ich sagen, schlafen wir mal eine Runde. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht. Aufgewacht, die Sonne lacht. Ding, 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 ding. Wieder Material und Post. Eine schöne Mischung natürlich. Hey Yogi, vielleicht weißt du es schon, aber unser Bürgermeister hat den Bau eines Museums hier in Portia genehmigt. Das wird neben dem Forschungszentrum am Zentralplatz stehen und wir werden es bauen. Ich dachte mir, dass du vielleicht Interesse an einem unserer Aufträge haben könntest. Komm vorbei und sprich uns an, wenn du Zeit hast. Danke. Dank der Arbeit des Forschungszentrums haben wir nun einen Reliktscanner. Dieser Scanner ist insofern sehr praktisch, als dass er die grundlegende Form des gescannten Objekts anzeigt. Da diese Scanner sehr selten sind, kosten die Benutzung eine einmalige Gebühr von 2000 Ghouls. Die Verbesserung kann an jedem Pult in der verlassenen Ruine vorgenommen werden. Hey Yogi, auf einem meiner Spaziergänge ist mir aufgefallen, was du für Dava und die Baumschule gebaut hast. Ich habe mich gefragt, ob du etwas Ähnliches für unseren Bauernhof machen könntest. Besuch mich mal, so dass wir uns darüber unterhalten können. Das hört sich doch gut an. Ich habe keinen Platz im Inventar. Wir müssen erstmal alles einsortieren. So. Weiß aber auch, wir müssen mal ein bisschen Geld ausgeben, glaube ich. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Geld ausgeben. So. Der ist baubereit. Sehr schön. Wenn die drei nächsten Stahlplatten fertig sind, ist das sozusagen auch erledigt. Komm schon. So, nur andersrum. Schön in einer Reihe. So, Carbonstahlbarren wird er hier natürlich weiter produzieren, ist ja klar. Wir tanken ihn dafür auch ein bisschen. Der baut hier Glas, das kann er auch schön weitermachen. Wir haben ja ein bisschen Sand. So, Eisen haben wir schon. Manganstahlbahn. Er braucht Benzin, ist ja gut. Er darf Manganstahlbahn bauen, basteln, wie auch immer. Der ist natürlich hier weiter mit dem Eisen beschäftigt. Das möchten wir auch gar nicht unterbinden. Der Vorrat wächst. Du darfst weiter Bronzebahn machen. Auch da möchte ich natürlich nicht stören. Nur tanken. Das gleiche gilt natürlich fürs Kupfer. Wir müssen das, glaube ich, auch nur einmal am Tag eigentlich auftanken. Aber bei 19 Stunden, ja doch, wenn wir schlafen. Holzkohle, der ist noch aufgetankt. Wir brennen da Holz mit Holz, das lohnt sich immer richtig. So, Fäden stellen wir natürlich auch zu. Das ist noch in Produktion, gut. Dann können wir uns den Hühnerns Hallo sagen. Hallo Hühnerns. Du bist ein süßes Huhn. Und du bist ein süßes Huhn. Und du bist ein süßes Huhn.
Ich habe natürlich jetzt das Material nicht mehr einstecken, was ich für Higgins eigentlich gebraucht habe, weil ich mein Inventar sortiert habe. Das ist natürlich, ne, immer, wie gesagt, ich hätte es geil, wenn man sagen könnte, ey, die Sachen nicht, die sind gelockt. Aber das wird nicht mehr passieren, das Spiel ist ja fertig. Ist ja nicht so, dass hier an diesem Spiel noch entwickelt wird oder so. Aber, ne. So, ihr seid alle glücklich, keiner ist gelb. Ich muss mal kurz den Baum hier beseitigen, damit ich sehe, ob der letzte nicht doch gelb ist. Nee, ist grün. Gut. Den Pflanzen hier soll es ja eigentlich auch ganz gut gehen. Die könnte man mal düngen. Nein, ich möchte sie nicht aussehen. Ich möchte sie düngen. Oh, ein bisschen düngen. Ein bisschen düngen. Ein bisschen düngen. Ein bisschen düngen. So, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen noch 2 Motoren, 3x Zinnlegierung und 6 Carbonstahlbarren. Das heißt, wir gehen erstmal in die Metallekiste und holen uns da 6 Carbonstahlbarren und 3 Zinnlegierungen. Und dann gehen wir noch in die Elektronik und holen da 2 kleine Motoren. So, jetzt sollten wir alles einstecken haben. Sieht gut aus. Habe ich die Angel dabei? Wir brauchen ja schließlich noch Lachs. Angel ist am Start. Und dann brauchen wir noch Raupen. Raupen? Raupis! Oder habe ich zufällig einen Lachs? Nö. Jetzt sieht beides nicht nach Lachs aus. Da, 43 Raupen. Sagen wir mal kurz Emily hallo. Die versteckt sich wieder im hohen Gras wie ein Pokémon. Hey, did you get my note? Watering the fields can be a real hassle, especially when Granny's back is acting up. Could you help me by creating an easier way to get the water? Na klar. Wait, I was thinking we needed a well along with a way to pump the water out. That way, Granny doesn't have to strain her back so much. Jo. You got it. Don't forget, we'll need something to store the water in. Ja, dass sie nicht sofort verbraucht, das verstehe ich schon. I checked with the research center on building that well. They're the ones who helped the Civil Corps set up a well by the clinic. Aha. Aber wir reden auch noch kurz. Living robot yet? I heard from Sam, he was actually very nice. Ja, ist ein nicer Dude. Guck mal. Guter Frühstückskuchen. Ja, ist ja auch von Oma. Dann haben wir einen neuen Auftrag. Ja, kurz mal noch gucken, was wir denn brauchen für unsere flauschigen Anhänger. Aber ich glaube, wir brauchen mehr als einen können wir bauen. Ja, wir brauchen noch die Fäden. Die sind halt noch in Produktion, da machst du nix. Da machst du nix. Ja, mit wem muss ich da reden? Oder ach, ist Higgins hier? Moin, Anton. Ja, Gemüsesalat, ich weiß. Okay. Was? Ah, so, ja, die Aufträge für Spilo für 700, 507. Keine weiteren Aufträge annehmen. Ja, ich weiß. Es tut mir ja fast auch schon leid. Aber ich brauche den Auftrag. Ich brauche ihn einfach. Higgins, wo bist du? Aber wir können auch mit den A und G Construction Jungs reden, weil die haben ja Bauaufträge und ne, vielleicht können wir da interagieren. Nice to see you. Let's talk. For the museum, we need a mechanical crane to lift things. We haven't had the need for one in Porsche before, but I'm pretty sure we'll need one if we're to implement Gust's design for the museum. Na dann. I'm thinking of giving this job to you. Do you think you're up for it? Na klar. All right. And don't worry about the rest. I've got some material commissions waiting for them. It's only Higgins that complains all the time anyway. No, das passt doch. I don't have a diagram for this crane, so you'll need to talk to someone at the research center about it. Sorry. Na, kein Problem. Hello. Aber Porsche is on the small side, but pretty girls are plenty.
Ja, du bist ein Playboy, das wissen wir alle. Ja? Spend your time on tasks that you actually need to do. Oh, so weise. So schlau. Klu-klu. Sehe ich auch so. Ja, jetzt können wir mit Petra reden, weil jetzt haben wir sogar zwei Dinge, die wir mit Petra reden müssen. Aber ich frage mich, was ist da oben in dem Gebiet hier? Was ist hier? Warum ist hier... Ach, der verbesserte Reliktscanner. Ach komm. Ich meine, wir haben immer noch 9500. Ist nicht die Welt. Aber wir werden schon noch Millionäre. Da mache ich mir keine Sorgen. Higgins! Wir müssen reden. Oh, gut, gut. Now we can begin. I'll let you know my progress through the mail. Okay. Dachte eigentlich, danke fürs Material. Du wurdest verarscht. Interessant. Morgen, die Damen. Mars is always telling the worst jokes. Oh, okay. Ist das nicht dein Mann? Hi. It's important to stay healthy. Ja, das stimmt. Erstmal zu einem random Dude über deinen eigenen Mann herziehen. Nice. Toxic. Hallo, Petra. You're looking to build a mechanical crane for Albert? Sure, I can get a diagram ready for that. I'll need 6 data disks to speed up the research. I've seen some in Atara and Vega 5, so I have a general idea on what to expect. A well and something to pump the water out, huh? Should be relatively easy. Bring me 5 data disks and I'll get started on the research. Okay. Great work. That will really help with my research. I'll have something for you soon. Okay. You have them. Great. Hello? Hello. There are many forgotten technologies from the old world. Last time, Arlo found a self-heating box. When Merlin tried heating an egg with it, it almost blew up the research center. Läuft. You're studying the data disks you provided. If we had these, it'd probably speed up our progress. Energiesteine. Wollte ich aber eigentlich beschenken mit einer Datendisk. Na, bitteschön. Wenn wir gerade schon hier sind, Merlin, reden wir auch kurz mal. So, hallo? Ja? Ja, ihr wollt nur Fortschritt, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ich wollte ja angeln, ich würde jetzt auch angeln, einfach aus dem Grund, weil ich gerne einfach, ne? Das Zeug da mal machen will, also den Reis mit Dings. Ja, kurz mal noch gucken, ob sie hier nicht nur Blumen, sondern vielleicht auch Gemüse hat. Aber ich glaube, sie hat tatsächlich nur Blumen. Was ja an sich auch nicht verwerflich ist. Aber der Kirschladen, der müsste eigentlich auch Gemüse haben. Ich meine, das ist ein Gemüsesymbol. Stimmt's, Lee? I think Gale is going to allow the robot to stay in our town. I know how he feels about it. I don't... Oh, ja. Sorry. Das war nicht die Absicht, ihn abzuwürgen. Ist das ein Wasserspeicher? Nee, ein Bewässerungsturm. Kann im Museum platziert werden. Ja, schön. Hey! Hey! Mr. Lee told me that the Civil Corps captured a living AI. I have seen some in Atara, but never up close. Das Pferd möchte auch dabei sein. Hi. Du bist der Mann mit den schlechten Witzen. Well, I'm glad at least it wasn't an attack. Still, a living AI? I hope it's not dangerous. An der Stelle sag ich auch mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Hey. Nächste Runde geh mal angeln. Bleib gesund, hau rein und bye bye.